Der 1. Mai ist kein bloßer Tag zum Feiern, sondern in erster Linie ein Tag lebendiger Kämpfe. Und an Tagen wie heute stehen wir als Arbeiterinnenklasse vereint für unsere Zukunft und für eine Welt ein, in der der Mensch kein geknechtetes und verächtliches Wesen mehr sein muss. Wir haben die Macht, dem Töten und Sterben für Profite ein Ende zu setzen. Wir haben die Macht, der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen ein Ende zu setzen. Wir haben die Macht, eine solidarische Gesellschaft aufzubauen, die den Interessen der Mehrheit dient. Ältere Kolleginnen mögen sonnigere Zeiten der Sozialpartnerschaft miterlebt haben, weil die Gewerkschaften mächtiger waren und mit dem sozialistischen Staat eine für alle greifbare Alternative zum Kapitalismus existiert hat. Aber denken wir an unsere, an meine und an die kommenden Generationen. Denn nur in unserem Kampf steckt die Hoffnung für eine bessere Zukunft. Und Tage wie heute geben mir da trotz allem Zuversicht.